1. Juli heißt Meilen-Highlights, aber auch Meilen-Schnäppchen-Vorschau. Des Weiteren bei Freenow, wer Businessfahrten macht, kriegt bei Freenow auch mittlerweile Meilen, ganz genau. 50-fache, 10-fache Prämienmeilen oder bis zu 15.000 Meilen kann man ergattern, wenn man dem Shopping erliegt. Und meinst du mal Kreditkarte? Gibt es auch wieder ein Angebot. Logisch. Mein Name ist Lars. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Ganz wichtig ist natürlich auch wie immer hier, dass ihr den Kanal abonniert, ja, die Glocke anmacht, dann uns ein Like dalasst und logischerweise ja, kommentiert und Notification-Button drückt. Also das heißt die Glocke. Habe ich jetzt alle vier Sachen gesagt? Ich glaube schon. Lasst uns anfangen, es ist wieder Juli, es ist lecker warm draußen. Und es gibt wieder ein Lufthansa Miles & More Kreditkartenangebot. Ich kann es an dieser Stelle nur sagen, wer bis jetzt keine Kreditkarte hat, ist selber schuld. Ja. Ja, holt sie euch. Und vor allem gibt es im Juli und August bis zu 15.000 Prämien für jedes der Miles Plus Pakete für die Versicherung. Je 1.500 Prämienmeilen als Willkommensbonus. Bis zu 15.000 Prämienmeilen für Miles Plus gibt es halt. Auch 1.500 für die Travel Security Leistung bei Gepäckverlust, ist ja heutzutage auch relativ üblich leider, Beschädigungen, Reiseunannehmlichkeiten und Unfällen. 1.500 Prämienmeilen für Shopping Garantie, Schutz beim Einkauf von Elektrogeräten. 1.500 Prämienmeilen für Internet Protection, Schutz bei Cybermobbing, Identitätsdiebstahl, Cyber Theft, glaube ich, heißt der englische Fachbegriff. Zahlungsmitteldiebstahl oder ähnliches sind allerdings nur für Privatkunden zu buchen. 1.500 Prämienmeilen für das Versicherungspaket Gold, nur für Miles & More Gold Kreditkarte. Aktionszeitraum ist der 1.7. bis zum 31.8. Und das ist natürlich die Kreditkarte, die von der DKB, der Deutschen Kreditbank, rausgegeben wird. Jetzt kommt das, wo ihr eigentlich, glaube ich, am meisten drauf wartet. Vielleicht sollte ich das eher mal immer später machen zum Schluss, damit ihr auch das ganze Video seht. Aber wir haben ja ein Inhaltsverzeichnis, deshalb seht ihr ja, dass die Meilenschnäppchen jetzt schon kommen. Und da gibt es jetzt wirklich eine Auswahl ab Deutschland mit Lufthansa. Zum Beispiel nach Marseille oder nach Edinburgh in der Business Class. Hin- und Rückflug. Buchungszeitraum ist hier der 1.7. bis zum 31.7. mit einem Reisezeitraum vom 15.8. bis zum 30.9. 25.000 Prämienmeilen. Ist doch geil, oder? Wer weiter weg möchte in der Business Class, kann nach Detroit, nach Vancouver oder Toronto fliegen, Hin- und Rückflug. Buchungszeitraum hier ist der 1.7. bis zum 31.7. Das kennen wir ja alle schon, aber der Reisezeitraum ist vom 15.10. bis zum 30.11. Was ist der Preis? 55.000 Meilen, sind also weniger als 112. Sehr geile Sache, oder? Dann, wer in der Premium Economy reisen möchte, Los Angeles, Hin- und Rückflug. Logischerweise, hier ist der Reisezeitraum auch wieder 15.10. bis zum 30.11. Aber ganz wichtig, buchen müsst ihr bis zum 31.7. 55.000 wären es in der Business Class gewesen, aber die Premium Economy kostet nur 40.000 anstatt 80.000. Also 40.000 Prämienmeilen sind dafür zu berappen, hin und zurück. Ne? Plus natürlich Steuern und Gebühren, die kommen bei allen Flügen dazu. Bogota, Hin- und Rückflug, Buchungszeitraum 1.7. bis zum 31.7.2022, logischerweise Reisezeitraum auch 15.10. bis zum 30.11. Da sind auch wieder 55.000 Prämienmeilen in der Premium Economy vonnöten. Dann gibt es noch Economy Class Angebote nach Lyon, nach Zagreb zum Beispiel. Reisezeitraum ist hier dann etwas anders, das ist dann der 15.8. bis zum 30.9. und kostet auch nur 15.000 Prämienmeilen, ist ja Economy, logisch, plus natürlich ein paar Steuern und Gebühren. St. Louis in Amerika, 30.000 Prämienmeilen, auch eine geile Chose. Denke ich, dass es da halt interessanter ist, aber da ist der Reisezeitraum dann 15.10. bis 30.07. Mein Schnäppchen, kommentiert unten, ob er sagt, call, toll, toll, toll oder nicht so toll. Oder würde ich sagen, cool, nennt es eine cool und toll meint, sagt ihr call. So, auf jeden Fall Neues aus der Miles & More Welt. Freenow
die Businessfahrten ganz einfach Prämienmeilen sammeln. Und zwar bei Businessfahrten kann man ganz einfach Prämienmeilen sammeln. Miles & More und Freenow sind jetzt mit einem Klick Partner. Man kann damit den privaten auf das geschäftliche Profil wechseln und so Prämienmeilen sammeln. Dazu einfach den Homescreen in der App auf Business-Button klicken, Fahrt bestellen und Meilen prämieren lassen. So ist das Wort. Also gut schreiben. Aktionszeitraum ab sofort. Ist auch nicht beendet. Also insofern gehe ich davon aus, dass dieses Angebot länger gilt. Jetzt geht es zum Shopping. 50-fache und 10-fache Prämienmeilen, also 50 und 10-fach wäre auch geil, aber in dem Fall ist noch 50-fache fehlt. Gibt leider aber nur einen 50-fach-Meilen-Partner, das ist NordVPN. Dann gibt es 10-fache Meilen bei Cadus, Vinceri und Silkes Weinkeller. 10.000 Meilen gibt es für den Abschluss eines Weltplus-Prämien-Jahresabo. 15.000 Meilen gibt es bei Vodafone für den Abschluss eines Cablemax 50-Vertrags. Aktionszeitraum hier der ganze Monat, 1.7. bis 31.7. Dann hatten wir doch schon mal diese, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Bista Collection. Ich würde Bista sagen. 4-fache Meilen sammeln für jeden ausgegebenen Euro oder Pfund gibt es allen neuen europäischen Shopping Villages The Bista Collection, also Bista Village, La Vallée Village, dann Las Ross Village, La Roca Village, Quilat Village, Kildare Village, so heißt es. Dann geht es weiter mit Finanzer Village, aber die, die wir besser kennen, sind natürlich Wertheim Village, Ingolstadt Village und natürlich Maas Mechel mit 4-fachen Prämienmeilen. In Deutschland gilt das Angebot in Ingolstadt und in Wertheim Village. Ab 7.500 Meilen können außerdem Prämienmeilen für Einkaufsgutscheine eingelöst werden. Auch hier der Aktionszeitraum 1.7. bis 31.8. sogar. Also das heißt, es geht über 2 Monate. Lufthansa World Shop ist für uns ja immer wieder spannend. Ich kaufe dort sehr gerne ein. Flugzeugmodelle, aber auch, ich habe ja für die Rückwand was gekauft. Ist noch bei Mario, aber irgendwie gehen wir das nicht nach Studio, ne? Also insofern muss ich auch mal gucken, wie wir das hinbekommen. Also das wird spannend bleiben. Da gibt es auf jeden Fall bis zu 10-fache bzw. 25% Rabatt, die man bekommen kann. Anlässlich des Jubiläums gibt es attraktive Meilen- und Preisangebote für eine große Auswahl an verschiedenen Produkten, so nennen sie es. Marken wie Fatboy, ihr kennt ja diese komischen Bienensex oder wie die heißen. Ich finde die eigentlich cool. Allerdings habe ich mir keinen gekauft. Warum habe ich mir keinen gekauft? Weiß nicht, es gibt eine Hängematte auch. Muss ich mal angucken. Dann Strumpfwaren von Falke oder die Aktenmappe von Leonard Haydn. Außerdem gibt es auf Marken wie Hugo Boss, Rosefield und Bentley Meilenersparnis. Aktionszeitraum ist wie hier immer der 1.7. bis zum 31.7. Wenn ihr die Aktion sucht, gibt es sie natürlich auf worldshop.eu und natürlich in den Lufthansa Airport Shops. Also Airport Shops, glaube ich, Frankfurt habe ich gesehen, Hamburg gibt es, Berlin gibt es auch, klar. München gibt es auch, Düsseldorf gibt es auch. Ihr wisst ja, wo es die gibt. Also insofern schaut nach. Und dann kann man auch noch etwas gewinnen. Am 9. Juli findet auf dem Instagram-Kanal von WorldShop.eu ein Jubiläumsgewinnspiel statt. Jeden Tag gibt es eine Frage und einen exklusiven Preis zu gewinnen aus unterschiedlichen Kategorien. Und ab 11. Juli gibt es auch auf WorldShop.eu feierliche Preise im Wert von bis zu 850 Euro zu gewinnen. 850 Euro, massiv. Ja, das waren heute wieder eine kurze Folge der Meilen-Highlights. Mario wollte dafür nicht aus dem Bett. Ich musste es dann tun. Also insofern danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Ich hoffe, dass ihr was Spannendes gefunden habt. Wenn ihr sagt, das war toll, das war geil, kommentiert, liked, abonniert und subscribed. Das ist ja abonnieren, ist ja subscribe auf Englisch. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Notification-Button, also den... Wie heißt er auf Deutsch? Jetzt habe ich die Glocke. So ist es doch richtig, Mensch, die Glocke. Wenn man auf 2 Sprachen macht. Hier noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr die Sendung auf Englisch schauen wollt, schaut sie auf unserem anderen YouTube-Kanal auf Frequent Traveler TV. Ohne das Deutsch, ganz genau. Da machen wir das Ganze auf Englisch. Da kann es auch manchmal sein, dass wir andere Themen bringen, die etwas internationaler sind, nicht so dachlastig sind. Also Dach für Deutschland, Österreich und Schweiz. Ich glaube, ihr kommt da auch auf eure Kosten. Und wir werden da auch noch ein paar andere Filmchen hochladen. Also abonniert den Kanal, macht die Glocke auch dort an. Danke, dass ihr es getan habt. Danke für eure Aufmerksamkeit und eure Zeit. Und bis später oder morgen, bis zur nächsten Ausgabe von Frequent Traveler TV. Take off. Und dann vielleicht nicht mit meinem Spezial oder so. Also, bis dann. Ciao. Ach ja, mein Lutscher.